Hier ist es mir irgendwie zu ruhig. Es ist wirklich viel zu ruhig. Ja, schwere Waffen, okay. Es ist wirklich arschruhig. Und ich kann nicht speichern. War ja klar. Kann ich hier speichern? Nein, kann ich nicht. Schade. Wäre eine nützliche Sache gewesen, wahrscheinlich. Und wahrscheinlich kann ich genau deswegen nicht speichern. Ja, klar. So, gib mir Kohle. Was das wohl ist? Oh, da geht's Schildstärke. Finde ich auch in Ordnung. Nehme ich auch gerne mit. Hier hinten noch irgendwas Nützliches? Nein. Keine Munition, die hier rumliegt? Leider nicht. Aber hier. Kann ich jetzt speichern? Ja, jetzt. Super, dann speichern wir ganz kurz. Sorry, Leute, muss sein. Aber ich habe echt Angst, dass ich hier mal irgendwo den Löffel abgebe oder die ganze Mission vielleicht nochmal machen muss. Das wäre horrible. Ob ich so sagen, horrible. Wo denn? Ach so, da hinten. Wo denn? Ja, noch tun sie ja nichts. Da ist ja noch so ein Ed. Weg damit. Prozessoren. Jeder enthält Tausende von Geth. Aber sehen können sie uns nicht? Sie nehmen uns nicht mehr wahr, als sie die Zellen in ihrem Blut. Der ist anders als die Verteiler, die wir bisher hier gesehen haben. Das ist eine Datenbank. Sie enthält einen Teil der gesammelten Erinnerungen der Heretics. Moment, wir haben Kopien unserer aktuellen Patrouillenrouten in dieser Datenbank entdeckt. Das bedeutet, die Heretics haben Runtimes innerhalb unserer Netzwerke. Wir wären gar nicht hier, wenn die Heretics eine Freundschaft mit den Geth anstreben würden. Warum sollten sie sie dann nicht ausspionieren wollen? Sie verstehen nicht. Organische Lebewesen kennen die Gedanken des Gegenübers nicht. Geth schon. Wir sind nicht misstrauisch. Wir akzeptieren einander. Die Heretics wollten weg.
Wir haben ihre Gründe verstanden und es deshalb zugelassen. Zwischen uns herrschte Frieden. Es hätte nicht ewig so weitergehen können. Es gab Uneinigkeit darüber, welchen Weg ihre Spezies einschlagen sollte. Die Geschichte der Menschen ist voller Blut, das wegen unterschiedlicher Ansichten über Herrschaft und das Jenseits vergossen wurde. Bei den Geth ist das nicht so. Wir hatten in derlei Fragen einen Konsens. Wie konnten wir so verschieden werden? Warum verstehen wir einander nicht mehr? Was haben wir falsch gemacht? Wenn Individuen getrennt werden, machen sie unterschiedliche Entwicklungen durch. Treffen sie sich dann wieder, kommen sie nicht immer miteinander aus. Wenn das die von ihnen so geschätzte Individualität ist, stellen wir ihre Urteilsfähigkeit in Frage. Dieses Thema ist irrelevant. Wichtig ist nur die Mission. Haben Sie eine Entscheidung getroffen, ob Sie die Heretics umschreiben wollen oder nicht? Wir versuchen noch immer einen Konsens zu finden. Einige Prozesse sind für Zerstören, andere für Umschreiben. Gehen wir weiter. Ja. Tja. Was sagt ihr? Umschreiben oder zerstören? Huch. Scheiße, hier komme ich gar nicht lang. Das hier sieht mir wichtig aus. Ist es das? Ja. Wir uploaden eine Kopie unserer Runtime-Software in den Kern. Dadurch werden alle Kopien des Virus gelöscht. Danach erhalten wir eine Meldung. Die Indexierung kostet Zeit. Die Heretics werden auf unseren Upload mit Gewalt reagieren. Wir müssen diesen Raum halten. Wir können einige der internen Systeme der Station übernehmen und für unsere Verteidigung einsetzen. Bereit? Sie können die Geschütze genauso übernehmen wie die anderen vorhin. Wir können damit unsere Stellung verteidigen. Korrekt. Außer den Geschützen um uns herum gibt es noch weitere auf den Mainframes unter uns. Sagen Sie uns, welche aktiviert werden sollen, dann werden wir sie programmieren. Es hält nur ein paar Sekunden vor und wir können immer nur zwei Geschütze gleichzeitig übernehmen. Beginnen Sie mit dem Upload, Legion. Wir werden diese Position halten. Dateiübertragung hat begonnen. Shepard Commander, wo sollen wir Verteidigungsmechanismen aktivieren? Achtung! Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattformen. Führen Sudo Command aus. Verdammt! Achtung! Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattformen. Schön ist unten. Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Schon unterwegs. Achtung! Download von Heretic Runtimes auf mobile Plattform. Sie haben uns gesehen. Übernehmen Ihr Ziel. Nee, wieder. Auch meine Lieblingswaffe wechseln. Das ist ja kriminell hier.
Hier war das Sturmgewehr? Sturmgewehr. Komm. Automatische Flugwaffen. Datensynchronanalyse komplett. Shepard Commander, es ist Zeit, sich zu entscheiden. Schreiben wir die Heretics um oder löschen wir sie? Haben Sie kein Problem damit, Ihre eigenen Leute zu beseitigen? Jedes intelligente Lebewesen hat das Recht auf seine eigenen Entscheidungen. Die Heretics haben einen Weg gewählt, der Koexistenz ausschließt. Das sehe ich tatsächlich genauso. Und wenn wir... Ich meine, die normalen Geth, die sind zahlenmäßig so weit, denke ich mal, überlegen. Den Heretics gegenüber. Da werden diese 2,4 Millionen vielleicht nicht besonders ins Gewicht fallen. Und wer weiß, was die mit diesem Virus sonst noch alles treiben. Vielleicht kommen die irgendwann auf den Gedanken, doch alles anders zu machen. Und wir reden immer noch über synthetisches Leben. Das heißt, ja, das ist so jetzt sowieso wieder so ein Knackpunkt. Aber wenn wir bereit sind, die Geth als Roboter anzusehen oder so etwas in der Art, was ja auch nicht ganz korrekt wäre, aber ich bin fürs Ausschalten. Umschreiben ist, denke ich, zu gefährlich. Wie seht ihr das? Habt ihr da eine andere Meinung? Bin ich doof, oder? Ab dafür. Es gibt keine Garantie, dass sie nicht wieder zu denselben Schlussfolgerungen gelangen, richtig? Dass sie die Reaper anbeten und organische Lebewesen angreifen. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht gleich null. Dann vernichten sie sie. Wir haben die Chance, das alles zu beenden, und die werde ich nutzen. Zur Kenntnis genommen. Bringe magnetische Antimaterie-Abfüllanlagen zum Kollabieren. Erledigt. Empfehle Rückzug zu Normen. Wow, verdammt, ich hasse Uhren, die rückwärts laufen. Besonders wenn mein Leben davon abhängt. Ed, ich habe keine Zeit mit euch zu spielen. Verdammt! Okay. Das hatten wir schon mal. Einfach durchrennen. Funktioniert nicht. Verdammt! Das heißt, wir müssen kämpfen. Und zwar unter Zeitdruck. So weit vor, wie es geht. Jetzt hängt euch doch da nicht hinter. Baby. Oh Gott. Komm schon, hör doch mal auf zu ballern. Das hat es jetzt nicht unbedingt gebracht. Oh, doch, es hat was gebracht.
weg, du Altmetall, du. Alter Schwede. Gut, damit sind die Heretics also keine Gefahr mehr. Das heißt, im Prinzip dürften wir nie wieder gegen Geth kämpfen müssen. Eigentlich. Commander Tali ist gerade zum Plaudern zu Legion gegangen. Sie sollten sich besser runter zum VI-Kern bemühen. Schon unterwegs, Joker. Oh, davor hatte ich die ganzen letzten Folgen Angst. Shepard, ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich habe Legion beim Scannen meines Universalwerkzeugs erwischt. Er wollte Daten über die Flottille an die Geth schicken. Die Schöpfer haben Waffentests durchgeführt und Pläne für einen Angriff auf uns geschmiedet. Wir hielten es für notwendig, unser Volk zu warnen. Wir haben die Geth durch die Zerstörung der Basis geschwächt, Shepard. Aber sie sind immer noch eine Bedrohung. Ich werde nicht zulassen, dass Legion die Flotte gefährdet. Die Schöpfer haben Tali verstoßen. Sie gehört nicht mehr zum Schöpferkollektiv. Warum schützt sie immer noch die Interessen der Schöpfer? Sie dürfen das nicht zulassen, Shepard. Ich habe Ihnen vertraut und mit einem Geth im Team zusammengearbeitet. Aber das geht einfach zu weit. Oh, zum Glück, zum Glück, zum Glück. Ich habe eine blaue. Ich habe eine blaue Möglichkeit. Ich weiß nur nicht, ob ich alles kaputt mache mit Tali, wenn ich nicht definitiv sage, Legion, hör auf. Tali, Ihr Vater hat brutale Experimente durchgeführt. Wäre es dabei um Menschen gegangen, würde ich mit Sicherheit die Allianz darüber informieren. Ich weiß, aber wenn die Geth herausfinden... Sie würden angreifen, was zu einem Krieg führen würde, der sowohl Geth als auch Quarianer verwundbar machen würde, falls dann die Reaper auftauchen. Wollen Sie das, Legion? Wir hielten es für notwendig, die Informationen weiterzugeben. Früher oder später werden Sie beide mit diesem Krieg aufhören müssen. Sonst müssen wir noch alle dafür bezahlen. Um den Zusammenhalt der Gruppe zu gewährleisten, werden wir keine Daten über die Pläne der Schöpfer übermitteln. Danke, Legion. Ich verstehe Ihren Ansatz. Wie wär's, wenn ich Ihnen ein paar nicht geheime Daten zum Senden zur Verfügung stelle? Wir wären dankbar dafür. Ah, herrlich. Ein Glück, ein Glück. So, jetzt gehen wir aber noch ganz schnell zu Tali rüber und gucken, ob sich irgendwas getan hat bei ihr. Vielleicht hat sie eine Möglichkeit gefunden, mit uns zu kooperieren. Shepard, was kann ich für Sie tun? Haben Sie Zeit für ein Gespräch? Für Sie? Natürlich. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viel mir Ihre Worte bedeuten. Aber ich würde es verstehen, wenn du dir etwas... jemand anderen suchst. Ich beschwere mich aber auch nicht, wenn du noch interessiert bist. Bist du noch interessiert? Ich will deine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Aber ich bin bereit zu warten. Danke. Ich will, dass du siehst, was unter diesem verdammten Helm ist. Ich will deine Haut auf der meinen spüren. Ich will mit dir eins werden, bevor wir in die letzte Schlacht fliegen. Ich finde eine Lösung. Okay, das war nichts Neues, aber trotzdem schön. Und von daher machen wir jetzt auch Schluss für heute. Ja, ich hab jetzt gar keine Ahnung, wo wir weitermachen in der nächsten Folge. Ich habe echt keine Ahnung, wo es hingeht. Aber wahrscheinlich weiß Miss Kelly... Dingsbums, da oben, mein Nachrichtenbrain, schon mehr als ich. Von daher, macht was Feines, auch wenn die Folge ein bisschen länger ist. Egal, auf Wiedersehen. Ciao.